Hallo und herzlich willkommen jetzt hier endlich zu Destiny. Ja, Destiny wurde ja von mir richtig lange erwartet. Seit ich die Beta kenne, feiere ich das Game übelst. Und ja, jetzt ist die Vollversion da. Heute ist der 9.9.2014. Und ich habe jetzt das Spiel kurz gestartet. Habe kurz alles eingestellt, wie es vom Licht her passt, also von der Helligkeit, von dem Bildschirmrand und so eben. Alles eingestellt und wir sind jetzt hier in der Klassenauswahl. Ja, also wir haben hier einmal die Klasse den Titan oder auch Titan. Du bist eine gepanzerte Kriegsmaschine. Kontrolliere jede Schlacht mit Kraft und Strategie. Ja, also man sieht ja schon links, der ist richtig mit Rüstung und so. Und hat er irgendwie so eine richtige Blitzfaust, wie man es ja so sieht. Sieht schon ganz kräftig aus. Ja, Stürmer und Verteidiger, okay. Das könnt ihr euch selbst durchlesen, das lese ich jetzt nicht extra noch vor. So, dann gibt es den Jäger. Okay, mach ich mal weiter rum, genau so. Du bist ein Meister des Grenzlands. Jage und eliminiere deine Feinde mit gnadenloser Präzision. Ja. Revolverheld und Klingentänzer. Okay, also man sieht hier, also das ist jetzt zwar eine Frau links, glaube ich mal. Aber das hat jetzt nichts zu sagen, wenn man kann... Ehe, sobald ich hier ausgewählt habe, aus der Beta weiß ich das noch, wenn das noch so ist, kann man das Geschlecht und alles einstellen, also. Das hat nichts zu sagen, wie der jetzt da ist. So. Ja, der Jäger, ja, geht, hat jetzt keine besondere Fähigkeit mit irgendwie Magie oder so. Wie der hat ja hier diese Elektrofaust und so eben. Ja, und dann gibt es eben noch den Warlock. Das Universum beugt sich deinem Willen. Manipuliere seine Energien, um deine Feinde niederzustrecken. Ja, leere Läufer und Sonnensänger haben wir hier. Ja, also als Warlock habe ich in der Beta gespielt, weil ich habe mir einfach nur die drei Leute angeguckt, habe mir nichts durchgelesen und so. Einfach geguckt, hier Titan, ja, richtig gepanzert und so. Jäger, ja, mehr so Scharfschütze habe ich so gedacht, ist ja auch wirklich so. Und dann hier eben den Warlock mit seiner richtig schön. Also mir gefällt dieser Mantel sozusagen, den er anhat, richtig gut. Und diese Magie und alles, das finde ich sehr nett. Deswegen werde ich mich jetzt entscheiden müssen, also zwischen dem Titan, dem Jäger und dem Warlock. Ja, Jäger ist jetzt nicht so mein Fall, weil Sniper und so mag ich nicht so. Deswegen würde ich mich jetzt entscheiden zwischen dem Titan und dem Warlock. Ich weiß aber nicht genau, soll ich den Titan nehmen oder soll ich den Warlock nehmen? Ja, ich nehme den Warlock einfach, weil in der Beta bin ich schon ganz gut mit ihm klar gekommen. Deswegen werde ich ihn jetzt in der Vollversion auch nehmen. So, dann nehmen wir mal den Warlock. So, jetzt sind wir hier bei dem Kapitel sozusagen. Passe dein Aussehen an. Ja, Spezies, Geschlecht, da gibt es hier Mensch. Gibt es natürlich auch weiblich. Hier sieht es so aus. Also man kann es noch Gesicht, Haare, Kriegsmann und so. Dann gibt es Erwachte. Die sehen so aus. Das sind so blaue Leute, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es noch die Exo. Das sind Roboter, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Also ich bin jetzt mehr so ein Freund von vielleicht Erwachter, aber ich glaube, ich nehme Mensch, ja. Oh. Ah, das wird ja immer wieder... Ach, wenn man zwischen... Ah, okay. Ah, das ist ja cool. Okay, also wir nehmen männlich, Mensch. Also wir sind ja... Ja, richtig gut, Jungs-Style. Gucken wir hier mal Gesicht. Nee. 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 Vielleicht. Ja. Oh. Nee. Nee. Also ich würde mich jetzt entscheiden zwischen dem und dem. Aber ich glaube, ich nehme das. Ja. Ich nehme das hier, die Hautfarbe. Zu dunkel. Zu gelb. Zu beginn. Zu dunkel. Nee, bleiben wir bei dem. Sieht ganz nett aus eigentlich. Lippenfarbe.
Ja. Ich wollte ja eher schon sagen, solche Lippen, weil die Lippen haben ja auch ein bisschen Farbe, die sehen ja nicht so aus wie die Haut. Deswegen, ja, nehmen wir einfach die. War schon. Sieht dort jetzt nicht mehr so super crazy aus, aber egal. So, Augenfarbe braun. Richtig schönes Dunkelbraun. So, Haare. Was haben wir denn hier? Okay. Ja. Das hat man gerade. Ja. Bisschen verstrubbelt. Ja, gekämmt. Ja. Fersch. Sagen wir einfach mal, das sind ganz viele Spitzen. Abstehende Dreadlocks. Nein. Ja. Sehr vielseitig, auf jeden Fall, finde ich. Okay. Also, Ja, ich nehme das. Doch, irgendwie schon. Nee, Haare. Haarfarbe. Nee. Orangene Haare. Wer hat denn orangene Haare? Graue Haare. Lol, die sind ja noch orange. Ja, bleiben wir bei dem. Genau. So, und krieg's mal. Was haben wir jetzt hier? Das? Hä? Ah, okay, das sieht so aus. So. Okay. Totenkopf. Und so ein bisschen Augen was. Nur so ein bisschen bleich. Sowas. Sowas. Na, ich nehme gar nichts. Ich bin eh nicht so ein Fan von sowas. Deswegen ist mir das eigentlich egal. Lass mal einfach die Farbe so, wie es war. Und ja, haben wir jetzt alles? Ja, wir haben jetzt alles. Gut, dann mache ich mal abschließen. Und da die erste Folge nur aus diesen eben besteht, werde ich jetzt auch in diesem Ladescreen die Folge beenden. Wir sehen uns dann. Oh, Execution. Okay, gucken wir uns das noch an. Und dann werde ich die Folge beenden. Weil, ja, die erste Folge besteht eben nur aus sowas. Gucken wir uns das mal an. Wir nannten ihn den Reisenden, und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln.
Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Ja, okay, ich glaube, das war's jetzt mit den ersten Sachen. Und jetzt müsste eigentlich das Gameplay starten. Ja, genau. Kosmotron, Altrussland, Erde. Gucken wir uns noch diese kleine Sequenz an und dann haben wir das. Ja, ein bisschen kaputt, finde ich. Oh, was ist das? Oh, ein toter Typ. Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. So. Ja, jetzt haben wir das erste gesehen. Wir waren also tot. Wurden jetzt von einem sogenannten Geist. Dazu später noch etwas. Es wird noch erklärt, woher diese Geister kommen. Ja, also wir sind ein Hüter. Sind mit legendärem Licht von dieser riesigen Kugel, die ihr da eben gesehen habt. Dem Reisenden. Ausgestattet. Das heißt, wir sind sozusagen... Ich hab dich gerade erst zurückgeholt. Wir müssen weg hier. Okay. Gut, deswegen werde ich jetzt die Folge beenden. Wir sehen in der nächsten Folge, was alles weiterhin abgeht in Destiny. Wir sind ein Warlock und ciao.